Huch, es hat gerade geruckelt. Oh, Alter. Am gemütlichen Lagerfeuer. Herzlich willkommen zurück bei dem Wald. The Forest. Diesen Wald hier schon. Da. Mit dem Deppen da wieder direkt vor mir. So. Also. So, erstmal essen. Erstmal essen, genau. Erstmal frühstücken. Lass du mir vielleicht. Oh, holy shit, das wird jetzt noch ganz schön mager, unsere Reserven, ne? Wir müssen jetzt unbedingt. Wieso kann ich das nicht raus trinken? Ich schon. Also. So. Ja, gehen wir direkt los. Ich bin wir voll. Haben uns ja vorgenommen, jetzt mal auf Erkundungstour zu gehen. Ja, ich darf gar nicht lang reden, du. Ja, dann. Ja, jetzt. Gut, im Gänsemarsch vorwärts. Welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Diese Richtung. Diese Richtung. Ich folge dir. Da ist was. Das nehme ich mit. Hoi. Das war ein Busch. Mit ja, Bären. Aber keine guten Bären. Da kann man aber Giftpfeile draus machen. Das nehme ich dir einfach mal mit. Ja, aber wie gesagt, also ich kann dir aber nur essen. Ich kann es ja noch nicht einsammeln, deswegen. Ja, man muss den Beutel in die Hand nehmen und dann kann ja, man. Ja, ich habe aber den Beutel nicht. Ja, aber ich, da mussten ja jetzt zerstören, Strauch. Kackvogel. Do you understand what I have, what I want to say to you? Wo bist denn du? Ach, da hinten. Right behind you. Let's go, let's go. Oh mein Gott, das sind die Orangen. Oh, geil. Oh, geil. Oh mein Gott, hier auch. Oh, geil. Oh Gott, hier auch. So. Das habe ich gebraucht. Ja, die Orangen, die brauchen wir. Aber wir brauchen auch Aloe Vera. Hier, guck, ich kann mich einschleimen. Aloe Vera habe ich noch ein bisschen. Also ich kauf mir gleich mal ein bisschen. Da ist Aloe Vera. Nice. Was? Oh. Oh. Achso, das habe ich mich irgendwie voll schlimmer gemacht. Alles klar. Hier ist. Hier auch noch mal Aloe Vera. Nice. Hier auch nochmal. Na, heiß. Gleich mal Medizin. Wie geht denn Medizin? Genau, das Aloe Vera. Was ist denn das? Aloe Vera und das Orange, oder? Mehr nicht. Warte, ich glaube, es gibt auch wieder Gesundheitsplus. Genau, also dann braucht Aloe Vera. Und das ist dann. Ich sag mal Sonnenblut. Und das müsste jetzt. Hellsen genau. Plus. Also Sonnenhut, das Orange, also Ringelblume und Aloe Vera. Oh, das habe ich schon. Boah, geil. Ringelblume, Sonnenhut, Aloe Vera. Ja, ich esse einfach gleich mal, zack. Ja, oh, geil. Hat boah, sich schon Hammer. Gelohnt. Ey, können zurückgehen. Volles Leben, hammergeil. Oh, hier ist auch Aloe Vera. Alter, ich glaube schon zum dritten Mal lasse ich mich jetzt mit Schlamm einschmieren. Ja, das bringt aber nur einmal was, ne? Das weißt du schon. Ich weiß, ich habe mir gedacht, da ist irgendwo Strauch oder so. Ja, hier ist überall Aloe Vera. Ich weiß nicht, wenn wir Aloe Vera anpflanzen, kriegt man da immer wieder das Ding zurück? Also wenn du das dann pflückst? Also ich habe schon die Hoffnung, wenn man dann einen Samen hinhaut, dass man dann 2, 3 Aloe Vera zurückbekommt? Das sind Pilze. Sonst würde es ja keinen Sinn geben. Kannst du die einsammeln? Weil ich traue mich nicht zu essen. Pilze? Ja, normalerweise kann man Pilze eigentlich essen. Ehrlich? Was jetzt unlogisch ist, ich habe wieder nur noch einmal Rüstung. Aber ich habe nicht gekämpft. Wo ist meine Rüstung hin? Oder habe ich... Oh nein, jetzt fange ich auch schon wieder diese Babys an. Hey, lol. Komm her, du Scheiß. Komm her, du Kackviech. Achso, hast du schon. Blub. Moment, da war doch irgendwas. Irgendwas essen. Ach, das ist Pilz. Musst du, oh, das neues, sind Bären. Neues oh, Tier entdeckt? Kannst du die einsammeln, die Bären? Hast du ein paar Bären zum Sammeln? Ja, nehme ich. Oh, hier sind Bären. Ich hätte es voll gern einen Beutel. Okay, da sind wir ja weit gekommen. So. Also ich bin. Achso, hier ist mal. Ich bin schon mega zufrieden, nur weil ich jetzt ein bisschen
Aloe Vera habe, ja. Ja, und oder hast ja, du zumindest Medizinteile. Alter, hier sind ja viel, richtig viele Bären. Ja. Hier wäre ein Fisch, aber da ist irgendwie ein Fisch drin, das ist schon komisch. Oh, das ist gerade so befriedigend. Das findet man gerade so viel. Wunderbar. Uah. Wir dürfen uns zwar nicht verlieren, ne? Weil ich sehe die schon wieder gar nicht. Das ist ein Reh. Bist du gut im Speerwerfen? Ich kann das nicht mehr. Ja. Alter. Oh, ich seh's nicht. Ach da. Alter, ist so vorbeigeflogen. Okay. Scheiße, bist einfach weg. Hä, wo ist das hin? Oh, lol. Du direkt vor uns. Oh mein Gott, ich bin so doof. Wartest du heute mal? Weil ich glaube, du hast da noch ein bisschen Bedarf. So. Wo ist mein Speer? Wo ist mein Speer? Oder habe ich es wieder? Der steckt wahrscheinlich direkt in diesem Reh drin. Würde ich mal drauf. Aber ich habe ja das Reh schon. Da liegt ja nur noch der Kopf vom Reh. Ja, ja, gut, aber die zeigt. Den hast du doch bestimmt schon aufgenommen, oder? Nee, anscheinend nicht. Mal... Okay. Aber ich krieg ja Sticks ganz schnell wieder, wenn ich mal da so. Ja, zwei Sticks, dann ist noch Ding fertig. Passt schon. Alter. Ich dachte, jetzt läuft so ein Eingeborener hinter mir, weil du so laus warst. Hm? Oh, wir sind beim Flugzeug. Was? Wo? Achso. Ey, da ist noch ein Koffer. Geil. Geil, Stoff, 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 Stoff. Ich brauch Stoff. Ja. Moment, wieso habe ich jetzt gerade. Hey, in den ganzen Koffern liegt wieder Stoff. Auch die offen sind. Unser Stoffvorrat hier. Oh, geil. Wollen wir es irgendwie markieren? Nee, ich glaube, das finden wir schon wieder. Okay. Weil bevor wir da 1000 Markierungen haben. Hey, wo sind die ganzen Koffer hin? Koffer hin. Ach, hier ist das Sinkhole. Oh. So. Dann müsste ja theoretisch da drum was drin sein. Ich trau mich da nicht so ganz nah ran. Oh, jawohl, Medizin und LOL, wo? Das sind auch wieder da. Wo? LOL, das ganze Medizin und Soda-Zeug ist im Flugzeug wieder da. Geil. Was im Flugzeug? Nämlich. Ernsthaft, spawnt es immer wieder. Weil da hätten wir es voll leicht. Hey, wie bist du da hochgekommen? Achso. Gesprungen. Geil. Es könnte natürlich jetzt sein, weil du ja letztes Mal jetzt neu in. Ja, aber da habe ich ja alles eingesammelt. Da, aber dass vielleicht das Flugzeug neu gespawnt ist. Ja, aber bei dir ist auch alles Neues da. Hä? Bei mir ist. Gehst du heute wieder raus? Lol, okay, das kann man uns echt merken beim Flugzeug. Da hätten wir ja eigentlich unendlich Medizinvorrat, so in der Art. So, wenn es jedes Mal. Ja, und auch Soda und so. Ja, ich beschwere mich da jetzt nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, also beschweren muss man uns jetzt nicht, aber. Da ist noch ein Koffer, der zu ist. Bisschen Stoff. Ich gehe mal auf die Lichtung hier. Ich weiß zwar nicht, was es da so gibt, aber. Ach, da ist das ein Dorf unten wieder. Waren wir da unten schon? Ich glaube, das sind wir die Stuhlbereits, weil ich Folge Staffel. Da waren wir, glaube ich, schon. Da, ja, da haben wir. Ich glaube, da waren wir schon, ja. Da war auch die eine Höhle, wo wir auch schon markiert haben. Genau, mit Gelb. Genau. Aber da unten sind die. Warte, ich schau mal ganz kurz, ob da wieder das Seil da ist. Eben, Seil und bei sowas kriegst du auch Stoff, ne? Also denk dran. Bei sowas kriegst du immer Stoff. Jo. Wo ist der Stoff da? Also. Ist natürlich, ich beschwere mich da jetzt nicht, wenn das alles wieder spawnt. Oh, da, ja, da ist wieder mein Soda. Aber, ja, das Heil ist da. Ich beschwere mich da jetzt nicht, aber es ist für Hardcore schon ein bisschen low. Ja, eigentlich schon. Aber jetzt können wir jedes Mal, wenn uns das Zeug ausgeht, eine kleine Route machen. Das Problem, man muss Stoff finden einfach in diesem Spiel. Man kann es irgendwie nicht selbst herstellen. Also man ist schon irgendwie, dann immer irgendwie, man braucht sie auch, also. Ja, aber so, dass das vielleicht das Spawn. Ja gut, wir haben jetzt schon lange gespielt, ne? Ich weiß nicht, wie oft das spawnt. Halt. Ja.
Was? Ich verstecke mich, du findest mich nicht. Nee, sag mal, wenn es wirklich die Möglichkeit gäbe, irgendwie Stoffersatz herzustellen zu können. Ja. Durch Pflanzenfaser oder was weiß ich. Dann wäre es ja okay, wenn es überhaupt nicht mehr nachspawnt, aber so. Ja, gut, da hinten nur noch ein paar Eingeborene, aber wollen wir da in die Höhle runter? Oh, jetzt? Nee, ich habe noch gar keine Waffe, gar nichts. Obwohl, doch, eigentlich habe ich hier die Waffe. Nee, nee. Aber ich habe kein, ich habe keine Fackel, ich weiß nicht, Fackel herstellen. Ach so, mit... Wie war das? Mit Stoff und dann... Stick was? Und Stoff. Ja, ja, aber man konnte... Aber in Höhlen findet man ja auch oft diese Leuchtfackeln. Aber die konnte man doch irgendwie verbessern, oder? Diese Fackel. Mit was waren das? Ich glaube, mit Baumharz, kann sein. Nee. Nee, 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 nee. Alkohol? Nee. Doch, Alkohol, oder? Nee. Nee, geht nicht. Aber das war, das weiß ich noch. Mit irgendwas einschmieren. Das weiß ich zu 100%. Oder ja, muss ja man die Fackel machen und dann die Fackel mit Alkohol? Oder so dann, ich kombiniere mal eine. Ist ja wirklich... Ja, genau. Eine Flasche Alkohol. Aber dann? Hä? Wie viele Alkoholflaschen braucht man denn da? Hoffentlich nur eine. Nö, irgendwie. Hä? Ach, Baumharz. Baumharz und Alkohol. Ach, Baumharz und Alkohol. Okay. Okay. Naja, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Dann brennt es hoffentlich doppelt so lang, das Ding. Mindestens. Ja, die normale Fackel ist echt extrem schnell wieder weg. Ja, ich hoffe, das verbessert das Stock. Ah ne, das ist nur ein verbesserter Stock, dann. Hä? Ja, mit Fackel. Ja, genau, doch, stimmt, passt schon. Ja. Dann. Wo bist du? Ach, da. Ja, also man verbessert jetzt wirklich den Stock. Ist es denn wirklich eine bessere Fackel, die länger hält? Hast du was an. Hast du dir eine andere Jacke angezogen? Ja, irgendwie schon. Ich habe vorhin irgendwie Stoff aufgenommen und dann. Alles klar. Aber ich hätte hier noch ein graues T-Shirt und tarnfarben Jeans und ein weißes Hemd mit Knopf und blauen Jeans. Hey, was soll ich denn anziehen? Hey, wo? Rechts unten, nee. Wenn ich I drück. Das sind im Outfit irgendwie bei mir. Okay, bei mir nicht. Alles klar. Okay. Alles klar. Sollen wir mal vielleicht am Strand entlang gehen? Vielleicht finden wir noch eine Schildkröte, dann können wir noch ein zweites Ding hinbauen. Also kannst du das jetzt eigentlich noch als Fackel benutzen jetzt? Ja, ich glaube schon, aber... Ja, ich kann es anzünden. Aber ich mag ich jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, soll ja. Oder magst du in der Höhle gehen? Oder ich hätte mal gesagt, in einer einzelnen Folge eine komplette Höhlentour. Ja, aber ich hab's... Wird schon wieder düster irgendwie, oder? Nö, bei mir nicht. Okay, dann... Gut. Dann halluziniere ich nur. Ja, das tust du. Weil du nur scheiße bist. Aber hier am Strand findest du auch wenig, ne? Fuck. Was hab ich denn da dran? Ja, am Strand findet man eigentlich dann hoffentlich eigentlich nur Schildkröten. Ja, dass irgendwas mal angespült wird, irgendwie Tüten oder ich weiß nicht. Irgendwas. Das wäre eigentlich auch noch eigentlich eine Müll, Idee, ja. Müll, mit, aus dem du was machen kannst. Ich weiß nicht, ob das jetzt eher besser ist, dass wir im Wald ein bisschen durchlaufen und vielleicht ein bisschen Pflanzen sammeln. Also, und da hinten ist halt für die. Sind schon Eingeborene. Uah. Drei. Genau. Ob im Wald oder Pflanzen. Da hinten sind halt wieder diese Hütten, ne? Ja, aber da war nicht viel drin, da war doch nur die komische Farbe drin. Ja, eventuell so hat sich da... Weißt du noch, bei unserer ersten Staffel, da waren extrem viel Eingeborene da. Das war heftig. Und ich glaube, da bist du auch das erste Mal verreckt.
Wo wir dann auf der Flucht waren mit Mutanten und sowas. Ja, genau. Ja. Da liegen auch wieder Haie. Ganz schön viele sogar. Schade, dass du aus den Haien auch nichts machen kannst, ne? Trophäen kann man machen, aber. Ja, mehr nicht. Ja. Ich dachte jetzt, da liegt jemand. Hier, markier mal das. Naja. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe. Ich glaube, lila haben wir das gemacht, oder? Oder lila, waren lila die. Nee, gelb war Höhleneingänge und lila waren Sachen zum Sprengen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, glaub so war das. Oh, ist es das, nicht hat, das sieht schön aus hier. Schön viel Totköpfe. Ey, wo war denn das? Schädellampe. Wo war denn der Marker? Da. Ich glaube, die Totenköpfe, die aufgestapelten, sind neu. Also, lila hier. Haben wir gesagt, ne? Lila. So. Hättest du wieder nicht gesehen? Nein, hätte ich nicht gesehen. Wäh, waren die letztes Mal auch schon da? Nee, oder? Nö. Hab ja gerade gesagt, da. Also die Hütten sind schon cool. Gefällt mir. Aber jo. Drin ist halt sehr wenig. Ach komm, diesen cool, Hocker. Eigentlich. Diesen Hocker könnte man doch mitnehmen. Mann, da brauchst du nicht so einen blöden Stuhl bauen. Hui. Ja, es ist leicht enttäuschend, dass in diesen Hütten irgendwie nichts geschätzt. Ja gut, was erwartest du von Eingeborenen? Ja, diese Hocker wären geil. Was erwartest du von den Eingeborenen, dass die da jetzt hier... Ja, viel? Disco-Cool drin hängen haben und voll möbliert und... Ah, da ist wieder die Farbe. Essen ohne Ende. Kann man die mitnehmen wenigstens? Ne. Nicht. Lol, ich bin jetzt rot und habe ein rotes Hemd an. Das sieht vielleicht... Ja. Lustig aus. Ja, da ist wirklich okay. Gar nichts drin. Nicht mal Seile. Oh, oh doch. Oh nein, habe ich das jetzt bei den anderen Hütten irgendwie verpennt, dass das Seil hin. Toll. Oh fuck, ich habe echt verpennt, dass hier Seil dahinter. Jetzt müssen wir nochmal zu den anderen Stellen rüber gucken. Im Eingangsbereich ist. Ja, du kannst ist eh nur zwei Seil mitnehmen, ne? Was? Nein. Ich habe jetzt schon vier. Ehrlich? Aber in den anderen hing kein Seil, ich habe eigentlich immer drauf geachtet. Ich hätte gedacht, ich hätte auch drauf geachtet, aber. Ich schaue es lieber nochmal nach. Oh, hier hing sogar zweimal Seil. Ja. Ne, genau, also hier war keins. Ja, genau. Passt. Oh ja, viermal Seil habe ich tatsächlich. Also ich habe schon wieder voll viel gesammelt. Ich bin voll gut dabei eigentlich. Ja. War jetzt gar nicht mehr so wenig. Ich habe viele Beeren gesammelt. Dann das ganze Heilungszeug. Eigentlich sollte ich dann mal lieber wieder ein bisschen jagen gehen. Weil ich brauche dann mal ein bisschen Fell und so. Hildig ja, das Jagen so. Ist eher so Zufall, finde ich. Was denn da los? Ist das so Zufall mit. Ja, aber irgendwie bei mir habe ich. Ach, hier liegt Zeug. Krasser Scheiß. Was, hä, was ist das? Was ist, hä, das ist eine Spraydose. Kann ich mitnehmen. Mhm. Ein Haarspray. Ja, man ist bei den Eingeborenen und findet Haarspray. Und einen packenden Tisch. Ich weiß nicht, das. Und eine schöne Laterne. So einen Tisch habe ich da hinten auch schon gesehen. Der rumbackt. Hey, Seil. Was? Man kann nur vier Seile mitnehmen. Ja genau, das ist mir gerade runtergefallen. Wasserschlauch, dann machen wir jetzt einen Wasserschlauch. Bam. Kombinieren. So genau, ja. Stimmt. Wenn ich jetzt... was kann man damit kombinieren? Oh, hey, das Alter. Ist oder? Hey, wo ist jetzt die Seile hin? Komm zurück, Seil, wo bist du? Ich habe nur ein Rehfell, das ärgert mich. Das. Da ist ein... Hast du ein Rehfell zufällig? Nee, ich habe jetzt gerade meine zwei Kleider gebraucht. Scheiße. Ja, aber das findet man nachher. Naja, gut, ja. Kann ich dann noch bauen?
Wärmeanzug. Alter, was du da machen kannst, holy shit. Geil. Du hast einen Flammenwerfer, oder? So ja. Eine Art. Kranker Shit. Machen. Kann es leer gehen, das Haarspray? Hm, es sieht so aus, als würde es vielleicht nicht leer gehen. Ja, no. Machen wir nochmal. Warte, 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 warte. Das doch selber. Nee, das sehe ich, aber das sieht aber cool aus, wenn du das machst. Ich mag das sehen, wie es geht. Warte, 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 warte. Aber nicht auf mich, ja? Hm. Geiler Scheiß. Ich glaube, es geht nicht leer, wenn ich das. Oh, ist ein Koffer. Koffer, Koffer, Koffer. Also, es geht nicht leer. Ich kann mir nicht vorstellen, also das wäre. Also, da ist halt zumindest keine Anzeige irgendwie. Wir sollten jetzt mal ein Hütchen bauen oder so. Unbedingt. Fällt mir gerade so auf. Ja, stimmt. Irgendein kleines, irgendein Kackding. Ja, das haben wir schon gebaut. Ja, machst du oder mach ich? Mach ich? Mach du mal kurz. Ich brauch dich. Für einen Köcher. Ich hab keine Sticks. Ich brauch. Ich brauch mal drei Hasenfälle. Ich hab keine Sticks, hast du Sticks? Ich hab Sticks, ja. Ja, genug. Welche sind keine Bäume? Das ist ein Problem. Doch, ich hab. Ich glaube voll 25 Stück oder sowas. Oh, das ist gut. Dann lass uns schnell schlafen. It's ready. Yeah. Bin schon da. Ich speichere mal kurz. Ich sehe dich schon gar nicht. Speichern und dann gleich schlafen. Schlafen. Schlafen! Yay! Yay! Wunderschön! Das sieht auch geil aus hier. Aber so ein Tag ist echt nicht lange in der Forest. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich hab eine Aloe Vera Samen, Sonnenhut Samen und 6 Heidelbeerstrauch Samen. Das sieht schön aus. Sieht echt geil aus gerade. Screenshot. Wollen wir vielleicht ganz kurz mal ein Feuer machen? Ich hätte 3 kleine Fleischstückchen. Die würde ich irgendwie gerne mal anbraten. Ach ja, stimmt, wir brauchen echt. Und Hunger habe ich auch. Rum, ah. So. Hast du mal was rein? Ja, ich tue einfach mal alle 3 rein. Komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Und dann darf ich eh sagen, dass wir uns langsam wieder nach Hause begeben, weil ich habe echt viel Soda. Ich habe 8 Soda, wieder 4 Alkoholflaschen. Ja. Aber das ganze Rehfleisch ist verdorben. Echt? Alles ist verdorben, ja. Bei mir. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Nö, alles krass. Ist verdorben. Probier mal eins. Mal schauen, wie ich verrecke. Und? Ne, schon gut zu sein. Ehrlich? Warte, hier sind nochmal Vögel, die fange ich gleich mal. Warte, wenn ich jetzt was Verdorbenes. Weil ich habe eh jetzt voll Leben. Wenn ich jetzt was Verdorbenes brate, geht es dann wieder? Hm? Na, dann ich warte lieber mal ab. Ne. Wird fertig. Jetzt. Alter, braucht es. Jetzt hat er. Ah ja. Ich riskier's. Alles super. Super. Sehr so. Gut. Dann das Verdorbene kann man eigentlich auch essen, solange es durchgebraten ist dann, oder? Habe ich jetzt. Ja, so. Passt. Haarspray, das ist echt cool. Ich habe Batterien gefunden. Für eine Taschenlampe. Cool. Wo waren die Batterien? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die waren in den Koffer mit drin, wo das Haarspray drin war. Ah, hat. Ja, das kann natürlich sein, ja. So, ab nach Hause. Ja.
und Oder soll ich noch schnell das Wasser abkochen? Und mal ein bisschen Zeug abladen. Ich glaube, ich tue vielleicht der kurz Tisch mal ist gerade durch die Hütte gefallen. Ja, war bei mir vorhin auch. Naja. Ah, man so, kann in den Topf als irgendwas kochen wahrscheinlich. Ich ja, könnte jetzt ein Bein reintun. Alles klar. Warte, kann man am Meer, kann man Meer auch kochen? Meerwasser auch kochen? Oder geht es nur um See? Nee, ich glaube Meerwasser geht nicht. Man könnte mal irgendwie Salz herstellen und dann würzen und... Okay. Und einfach damit es besser schmeckt. Ich glaube, dann trinke ich ein Soda, weil ich habe echt Durst eigentlich. Oder ich gehe jetzt... Hast du keinen Wassertopf? Nee, habe ich auch nicht. Weil du immer jedes Fell irgendwie kriegst. Ich weiß nicht warum. Was? Wassertopf? Ja doch. Ja, im Wasser kochen. Dann kocht's halt ab. Ja, ich habe ja aber kein Wasser drin. Ach so. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ob ich hier nicht an Ding, an um Meer gehen kann. Aber gut, komm, dann gehen wir einfach zurück. Auf nach Hause. Auf. Ja, war doch schon wieder voll erfolgreich. Ja. Besser gelaufen als erwartet. Oh, guck, das ist ein Soda. Hey, das ist Geld. Money. Hey, Soda. Kann man jetzt mehr Soda mitnehmen wie sonst immer? Weil früher hatten wir da immer so Beschränkungen, das weiß ich noch, wo ich dann immer gesagt habe, oh ja. Es muss man mal eins trinken. Der hey, Stein spuckt Netbooks aus. Scheiße, ich habe schon zu viele Grafikkarten. Kann ich denn da jetzt schon was bar? Was noch Alkohol. Hallo. Nee, ist nur Sprengstoff, gut. Wo war Alohol? Kann man schon Sprengstoff bauen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ne, man bräuchte eine Uhr. Ich glaube, ich habe noch keine Uhr. Achso, stimmt, Uhren. Die kriegt man. Irgendwo waren Millionen Uhren in irgendeiner Höhle. Wo die komischen Gangs mal hier. Und man kann ja insgesamt nur 4 mitnehmen und dann ganz halt Sprengstoff wieder. Ja. Merkst du, dass unsere Regale jetzt schon. Ich sag mal. Ja. Ja, wenn man jetzt noch die ganze Sodaflasche und den Alkohol wieder reinstellt, dann... Hier ist noch eine Sodaflasche. Links oben. 2 Stück. Oh, scheiße. 3, 4, 5 Ui. Und die gucken uns an, oder? Mhm. Man kann nur 10 Soda mitnehmen übrigens. Ist mir mal so aufgefallen, deswegen trinke ich jetzt eine Soda. Und die da hinten sammle ich ein. Bleib mal hinter dem Felsen, weil dann irgendwann mal sehen die uns nicht mehr verpissen sich. Bei mich sehen sie nicht mehr. Also bei mir wird jetzt mich sehen sie auch nicht mehr. Minimal angezeigt. Es sinkt. Ja, Leute, wieso geht's hier nach oben? Ah, ist schon. Ja, immer wenn du dich bewegst, geht's nach oben. Tja, wer hat jetzt mehr Geduld? Ich kann das Spiel lange spielen. Wir könnten auch einfach versuchen zu schwimmen. Aber wir haben jetzt schon 26 Minuten. Warte, wir kommen ja, gleich mal. Wir schleichen uns jetzt, wie die uns beobachten. Hey Jungs, was geht? Wir sind Touristen. Wir wollten uns nochmal die Insel angucken, so einen Inselrundgang. Lalalalala. Hier gibt's nichts da, zu sehen. Ich sprinte lieber mal. Hey, was machen die? Die gucken uns gar nicht hinterher. Wir sind doch nicht Fame. Ja, der Stein da hinten ist halt einfach interessanter. Ja, da hast du recht. Wollen wir jetzt aber kurz rüberschwimmen? Obwohl Schwimmen dauert relativ lang, glaube ich. Ja, Schwimmen dauert eigentlich relativ lange. Ja, die verfolgen uns auch nicht. Perfekt. Einwandfrei. Und außerdem habe ich ein bisschen Angst wegen Haie, weil da hinten so viele Haie am Strand lagen und ich weiß nicht, ob dann da so ein Haigebiet ist. Aber irgendwie ist es auch unlogisch, dass so viele Haie am Strand flacken. Ja, ein bisschen. Weil es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass Haie irgendwie angeschwemmt werden. Ja, nicht wirklich. Ja, das wird eine Folge mit Überlänge, glaube ich. Wir waren ja schon bei 26 Minuten. Oh, Alter. Ach, eine. Aber wir wären Knochen, ne? Also. Ja, der hat die Knochen. Knochen, komm zurück! Ja, ist noch da. Ich hol ihn mir.
Er wartet sogar auf dich. Sehr gut, er bewegt sich nicht und du schlägst daneben. Ja, Entschuldigung. Ja, weißt du warum? Weil ich immer ein, aus irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr welchen. Weiß nicht, wo war denn das? Da hast du einen festen Schlag, ne? Ja. Also so ein, wo du... Das mal. hat sich jetzt gerissen. Wo du einen festen Schlag machen kannst. Ich weiß aber nicht mehr, welches Spiel es war. Aber da musst du draufbleiben. Und dann wird der Schlag fester. Aber du kannst dich noch bewegen. Ach, Dead by Daylight, glaube ich, war das. Das gibt's alles nicht. Hey, kämpfst du immer noch gegen den? Ja, das ist Leder. Schieß halt einen Punkt drauf. Und da will ich immer draufbleiben. Aber dann kannst du dich nicht mehr bewegen und dann lass ich los und dann schlägt er halt daneben. Alter! Was ist jetzt schneller, wenn wir jetzt durch den... am Strand entlang laufen, oder? Ich laufe am Strand entlang. Ist noch nicht tot. Vielleicht haben wir Glück und finden eine Schildkröte. Ha! Jetzt bist du tot. So. Das würde mich jetzt interessieren. Alter. Was denn? Krokodil bringt richtig was, Alter. Ja, das war's. Ich habe jetzt 4 große Fleischstücke und 4 Leder bekommen. 4 Echsenleder. Echt? Also Krokodilschlachten bringt richtig was, das sollte man uns merken. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, dann hätte ich es natürlich gemacht, aber... Aber hatten wir nicht schon mal ein Krokodil? Ah ne, aber das haben wir nicht angegriffen, oder? Interesting. Es gibt einfach keine Schildkröten mehr. Ich weiß noch, in der ersten Staffel, da waren an einem Fleck so 200 Schildkröten oder so. Ja. Und jetzt, nichts. Nichts. For your mail express. Na, das muss man echt sagen, immer wenn man jetzt eine Schildkröte sieht, einfach mitnehmen. Unbedingt. Ich glaube, da kann man gar nicht genug haben von dem Zeug. Ich würde sagen, so 5 so Schildkröten, Regenauffänger. Das ist recht locker dann. Ich glaube, ich habe die Liste mit den Passagieren gefunden. Die findet man doch eigentlich im Flugzeug, oder? Hätte ich gedacht, die habe ich schon im Inventar. Ja, aber was habe ich dann aufgesammelt gerade? Warst du auf diesen Türm oben? Nee, ich war im Container. Aber ich glaube, da war nichts oben. Da war ich ja schon mal. Oh ja, das kann ich gerade nicht lesen. Hello! Okay, das ist nichts. Überlänge, ich sag's nicht nochmal. Juhu! Zeig uns mal meine Ausdauer. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass genau vor unser Haus so ein Boot ist. Wo Seil drin liegt. Was? Jo. Mir ist auch nicht bewusst gewesen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Ist mir noch nicht aufgefallen. Im Meer schwimmend oder am Strand? Am Strand. Töpfe liegen immer noch da, Alter. Ja, die müssen wir dann mal entfernen. So, ich schmeiß jetzt den rein, aber dann ist... Feierabend, kommst du? Komm. Jo, ich bin schon da. Ich will nichts sagen, aber wir sind bei 32 Minuten. Jojo, bin schon da. Überlänge. Oh ja, das waren blaue Büsch. Nicht schnauf eh schon wie so ein Büffel. Ich tu mal Aloe Vera und den ganzen Scheißdreck hier rein, was ich hier alles so habe. Und ich tu hier... Kann man noch irgendwas pflanzen hier? Ah ja. Ich pflanze hier noch blaue Beeren rein, jawohl. Nice. Ach, wenn du da eh schon mal blaue Beeren hast, dann tu ich auch noch welche rein. So. Ja, ich kann das irgendwie nicht auseinanderwechseln. Also ich finde es ja relativ leicht.
So, dann erstmal wieder Fleisch hinhängen. Mir fehlt ein Knochen. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Hast du einen Knochen für mich? Guck mal, jetzt ist meine Rüstung wieder weg. Aber ich habe doch nicht gekämpft, oder? Verschwindet deine Rüstung auch die ganze Zeit? Hier. Danke. 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 Ich tue mir noch das ganze Soda jetzt mal wieder hier verstauen. Oh, ich habe einen Knochen zu viel. Ich habe nur einen Stoff gebraucht. Sehr gut. Nein, nee, nicht du. Genau, dann Snack kommt hier. Verstehe ich nicht. Oder habe ich mal gekämpft? Ich weiß es nicht mehr. Obwohl, warte, eins Soda nehme ich vielleicht. Ne? So, Seil haben wir jetzt so gut. Ja, komm, jetzt müssen wir die Folge beenden, weil es hilft nichts. Ja. Wir machen das jetzt alles gleich und dann. Ja, so. Dann, ich speichere nochmal ganz kurz. Und dann sagen wir mal tschüssi tschüssi, würde ich sagen. So, ja. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Und dann bis zur nächsten Überlänge. Wahrscheinlich hat es euch sogar gefreut. Und ciao. Ciao, ciao.